Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier was ganz Neues, und zwar was Glitzerndes, und zwar Moonlight von der Band Neopunch, das First Debütalbum für 15,99 € ergattert, ist K-Pop. Ja, man mag es nicht glauben, der Stray hat sich K-Pop geholt. Aber ich habe mir gedacht, für 16 € kann man eigentlich so gar nichts verkehrt machen, zumal die Musik ziemlich catchy und fresh klingt. Ja, ich habe den guten Jan angeschrieben. Jan meinte, also Jan ist ja mein Bro, der halt an die 200 K-Pop-Alben oder sowas hat. Und er meinte halt nur so, yo, das kann man sich gönnen für den Preis. Und die Band hat auf jeden Fall Potenzial und es glitzert halt alles so ziemlich. Also hier haben wir einmal, mega cool, das sind die Mädels. Neopunch ist eine, oder Moonlight? Oh Gott. Gott. Ja, auf jeden Fall ist das erste Album von denen. Hier sehen wir die Mädels drauf und das können wir abziehen. Ne, dieses durchsichtige Schüberchen. Sehr schön. Und dann haben wir ja hier ein Steelbook, also ein Steelcase. Haben hier die CD drin, wenn wir es öffnen. Und hier haben wir ein kleines Booklet mit Fotos zu den Mädels drin. Steht auch drin, wie die Mädels heißen. Sehen sehr schnieke hier aus. Kann man sich gönnen. Wie gesagt, 16 € ist halt nichts. Sieht sehr schön aus, schöne Bilder dabei. Neopunch. Sieht wirklich, wirklich catchy aus. Fresh. Ich habe mir auch ein paar Lieder gegeben. Sehr, sehr geil. Habe auch hier Facebook, Instagram und alles. Ich hoffe, das könnt ihr lesen. Könnt ihr ja folgen. Könnt ihr mal selber reinhören. Ich sehe gerade, dass das Booklet hier so einen kleinen Knick wegbekommen hat. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Da so einen kleinen Knick. Dann haben wir hier ein weiteres Booklet. Neopunch First Debütalbum. Dann noch Informationen zu den einzelnen Künstlerinnen. Dayeon. 95 geboren, Sternzeichen, blablabla, Größe, dies, das, jenes. May. Lol. Die ist gerade mal 17. What the fuck? Okay. Alles cool. Die ist gerade mal 17 geworden, oder? Die ist gerade mal 16. What the fuck? Okay. K-Pop. K-Pop ist komisch. Aber kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wow. Ich meine, warum denn nicht? Hallo? Warum denn nicht? Ich will sowas im Übrigen öfter bringen. So mal ab und zu mal so K-Pop-Unboxings. Könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was ich unboxen soll für Alben. Dann haben wir hier Kärtchen. Das sind ja diese, ich glaube, diese Sammelkarten oder sowas. Kann man als Sammelkarten nehmen und tauschen halt auch viele. Haben wir hier auf jeden Fall zwei Mädels. Einmal sie mit einem Evoli-Plüschi und dann die ganze Band. Sehr schön. Dann einmal ein Fotostreifen, vier Bilder, Neopunch von May. Gibt wahrscheinlich in den Alben immer random, ich könnte es mir vorstellen. Ein Neopunch Aufkleber und sonst nur noch Filmmaterial. Yay! Ich finde das halt schade, dass in den Boxen die CDs immer so lose drin sind. Mir würde es eher gefallen, wenn da auch immer noch so ein Jewel Case bei wäre oder sowas. Aber trotzdem, mega geil. Wie gesagt, Leute, schreibt mir mal am besten in die Kommentare, ob ihr noch mehr solcher Unboxings sehen wollt. Wenn ja, von was für Alben? Ich enthalte mich da ja teilweise komplett, weil ich bin nicht komplett der K-Pop-Fan. Ich höre so vereinzelt 2-3 Bands oder sowas und ein paar Lieder von anderen. Aber mehr auch nicht. Deswegen enthalte ich mich da, was die Musik betrifft. Aber Neopunch finde ich cool. Gefällt mir. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, wisst ihr, wie mir das zeigen könnt. Denkt dran, LTHB, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.